und herzlich willkommen zu der Gymstacks-Folge, die ich am Freitag aufnehme. Also, knapp. Wow. Sorry. Ich hatte gerade ein paar Probleme, die Kamera zu drehen. Nur mal kurz gucken, das kann jetzt meine Freundin. Ich habe noch nicht geguckt. Oh, es hat gehangen. Nehmen. Au. Nachher. Oh, man, ich kann jetzt schreiben. Sorry. Nehme. Auf. Okay. Felix! Hier sind die Samen, Anna. Bringen sie schnell zu Björn und Agneta. Beeile dich. Warum ich so rumstresse? Hast du Agneta schon mal böse kennengelernt? Nicht? Das wirst du auch nicht erleben, Anna. Reite bitte den Saatgut von Felix zu Björn. Woo. Oh, das Bild ist so schön. Wir sitzen leider nur heute und morgen drauf. Also in der Folge zumindest. Und ich nehme mich leider jetzt beide am gleichen Tag auf. Na, wechsle ich denn auf Night? Nein, sorry, tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, ob mein Handy hier ist, aber auf jeden Fall kann ich nicht. Oh, mein Handy liegt unten und mein Vater schläft. Nein! Oh, weht direkt auf und ruft mich, dann werde ich so sauer. Weil ich hätte ein paar kleine Problemchen ins Internet reinzukommen. Ich weiß gar nicht, ob ich hinreite, wir müssen noch zum Garten. So, hast du einen Club? Hast du einen Club? Ja, egal. Die Leute immer so an, um zu gucken, welches Level ihr Pferd ist, zum Beispiel bei Championaten. So bei jedem gucken erstmal, bevor es beginnt. Weil mit euch nehme ich ja immer 10 Sekunden vorher, fange ich erst an aufzunehmen, bevor es anfängt. Oder später sogar. Frühestens, wenn eine Sekunde dann steht, also wenn dann der Start beginnt, drücke ich dann meist auf die Aufnahmetaste oder ich nehme gar nicht auf. Bei Shader nehme ich nicht auf. Weil wenn ich aufnehme, dann hängt das viel mehr bei Championaten. Das ist halt das. Der Nachteil dafür, wenn ich mal aufnehme, oder ich nehme auch bei anderen nicht immer auf, weil wenn ich gerade nicht so gutes Inhalt habe, nehme ich auch nicht auf Champions. Wie gerade könnte ich kein Championat aufnehmen. Sorry, aber es geht halt nicht immer. Es könnte auch einfach sein, dass das Surfercard zu voll ist, weil sonst habe ich eigentlich immer gutes Inhalt. Und als ich die Leitung geguckt habe, stand auch hervorragende Internetverbindungen drin. Und ich habe auch alle 4 Biken, also liegt es wahrscheinlich am Surfer bei mir. Oder einfach, ja, ich habe eigentlich nichts anderes auf, obwohl die Manicam könnte angegangen sein, aber das weiß ich nicht ganz. Hallo Anna, du hast die Samen von Felix? Oh, er ist so fürsorglich, dieser Kerl. Jetzt haben wir was zu pflanzen. Endlich bist du da. Jetzt werden wir die Samen dieser schönen Blumen einpflanzen, deren ganze Pracht sich bald entfalten und in unserem Freude der Gartenbaus entzücken wird. Oh, mir wird ganz schwindelig vor Aufregung. Anna, das ist der beste Tag meines Lebens. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Wer sind sie denn? Und wir pflanzen jetzt los. Beeil, Anna. Mir ist ein wenig schwindelig. Ich glaube, ich brauche etwas Ruhe, aber nimm doch du die Samen und pflanze sie in die Erde. Na toll, wo. Das haben wir so den Anfang so lange gemacht. Ich glaube, der Garten da oben ist ja nicht zugewachsen. Nee, das ist neben dran, der vorne dran ist zugewachsen. Den hinten haben wir abgeholzt, so schön, dass er so ganz schön sieht. Schön. Kann uns vom Pferd das machen? No. Not of the horse. Not? Okay. Okay, right. I stay. Okay, jetzt überlege ich, kann das Pflanzen jetzt, aber. Naja, Anna, du musst nicht in überall schlau sein. Mindestens habe ich im Deutsch Diktat eine 1 und in Französisch einen halben. Ne, ich habe im Deutsch einfach keinen Fehler, habe eine 1 und in Französisch einen halben Fehler heute bekommen. Und habe schon eine 2 plus. Ich habe nur einen halben Fehler. Das ist. Oh mein Gott, das ist einfach so mies bewertet. Einen halben Fehler. Stell dir mal vor, ihr habt mit dem halben Fehler einfach schon eine 2 plus. Dann kann man gar keine 1 minus bekommen. Es gibt nur 1 oder direkt 2 plus. Man kann eigentlich mal einen pro halben Punkt ein oder schlechter, dass es in Französisch auch halbe Punkte gibt. Die es zum Beispiel in Englisch nicht gibt, in Englisch also schon. Also man kann aber keinen halben Punkt abgezogen bekommen beim Lehrer, den wir gerade zur Zeit haben. Bei unseren alten Lehrern hat man, wenn man nur einen Buchstabe falsch hat, hat man immer nur einen halben Punkt Abzug bekommen. Ja, und Fehler war, ich habe einfach nur einen scheiß Axor vergessen. Boah, das hat mich so geärgert, als ich danach gesehen habe. Fantastisch, Anna. Ich sterbe fast vor Spannung. Wann fangen sie endlich an zu sprießen? Wie soll ich das aushalten? Ich glaube, ich explodiere vor Aufregung.
Okay, dann gehen wir halt mit Agneta, wenn du explodierst. Halt, das ist nicht nah genug, Anna. Näher musst du mir nicht mit deinen kleinen Gaul kommen. Ich bin gerade am Rohre reparieren. Ich habe in diesem alten Schrottplatz, die Rohre von schlechter Qualität ist, ist furchtbar. Sie gehen ohne Pause kaputt und ich habe keine Zeit, sie andauernd zu reparieren. Björn ist völlig nutzlos bei sowas, wie bei jedem anderen Arbeit, falls du es noch nicht bemerkt hast. Und wie sieht's mit dir aus, Anna? Bist du auch völlig nutzlos oder bereit, etwas zu schuften? Du kannst das? Gut, Freundchen. Dann gehörst du zu den nützlichen Kontakten. Sowas sehen wir hier gerne. Hier kriegst du mein Zeug. Mein Klempnerkasten. Sei ja vorsichtig damit. Das Zeug ist sehr teuer. Nimm es in den Sonnengarten und repariere den Rohrbruch und komm dann wieder zurück. Klar, das ist kein Wellnessurlaub, aber dafür ehrliche, harte Arbeit. Ist auch schon ehrliche, harte Arbeit. Ne, Spirit! Ich kann jetzt hin. Mhm. Oh, der ist auch schön, der Friese. Ich glaube, der ist im Mondsicherdorf oder in New Hillcrest auf jeden Fall. Hier in den Ländern, die ich... In den Ländern. Ja, in Städten, in die ich kann. Nein, nicht ist Städte. Ist netter wie Länder, obwohl es sind eigentlich schon so kleine Ländchen. Ländchen. Ja, so ist viel netter Ländchen. Oh. Ist auch ein tolles Pferd. Ich rate dir manchmal so Rassen. Entweder ist es ein Anfangspferd oder es könnte ein Overo sein. Wer ist noch? Ich glaube ein Overo. Ich weiß es jetzt nicht, Leute. Nee, ein Jorvik Bumblebee. Also, ich habe ja gesagt, Jorvik Bumblebee oder Overo. Und was hast du für ein Pferdchen? Das ist ein Friese, das ist klar. Ja, ein Friese. Abos Pferd. Ich guck kurz, ob das Skinny zurückgeschrieben hat. Ich kann auch dabei sein, oder ist das für Not? Ja, klar, ich habe gerade Skype auf mein Handy, ist gerade nicht in der Nähe, liebe Saskia, das tut mir leid. Ich hole nach der Folge, wenn ich die zweite aufnehme, dann mein Handy, weil ich kann nicht dafür, mein Handy gerade nicht in meinem Zimmer liegt und ich in meinem Zimmer aufnehme. Gut, Anna, jetzt fließt das Wasser wieder und niemand wird mehr verdursten. Hör mal, Anna, das große gemeinsame Geheimnis dieses Gartens ist meine Erfindung, mein Superdünger, den ich entwickelt habe. Mit ihm wachsen die Blumen in kürzester Zeit. Du dachtest das wohl, dass ich nur gut im Umgang mit Kettensägen und Holzhacken sei. Aber falsch gedacht. Dieser Kopf hier ist nämlich der Stamm, auf dem alles fußt. Als ich früher im Jorvik-Stall von frühmorgens bis spätabends ausmisten war, habe ich bemerkt, dass da irgendetwas auf dem Misthausen drüben wächst. Also habe ich einen Abend ein paar Samen auf den Haufen geworfen und als ich morgens wiederkam, war der ganze Haufen mit Tulpen bedeckt. Also fragte ich Hermann, den Marktmanager dort, du Hermann, du hast doch keine Verwendung für diese Gülle, oder? Kann ich dir sie nicht für einen günstigen Preis abkaufen? Und dann sagte der Hermann, ja, natürlich. Und jetzt habe ich dieses Privileg, den besten Mistlieferanten direkt vom Jorvikstall zu haben. Da werden unsere Blumen aber wachsen. Und du, Anna, was stehen wir denn hier noch rum? Verschwende wertvolle Zeit, wenn wir stattdessen arbeiten können. Hier, nimm diesen Sack voller Superdünger und verteile ihn auf dem Beeten drüben im Sonnengarten. Ja, ich weiß, er duftet nicht nach Rosen. Aber setze dir eine Wäscheklammer auf die Nase, wenn du nicht damit klarkommst. Okay. Schnell hochrennen, weil es jetzt ein bisschen mehr weg. Auf jeden Fall wird auch noch der Garten hier unten gemacht, der hier vorne wird noch gemacht und der da oben hinten wird noch gemacht. Und am Weingut wird noch ein bisschen was gemacht. Ist ja jetzt nicht so ein harter Spoiler. Ich bin nur gesagt, wo man was macht, das ist nicht so schlimm, ne? Ja, aber ich habe eher vergessen jetzt wirklich. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich dachte, dass da jetzt eine Uhr kommt, aber es kommt doch keine Uhr, ne? Ja, Anna, nachdenken ist auch manchmal schon. Nein, nicht das Kleid, das mag ich da nicht hinmachen. Mann, Schmoll, ist das Leben nicht das, was es sein sollte. Ja, ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe. Eigentlich ist mein Leben so gut und ich habe irgendwie Schrott. No, no. Yes. I went. I go on the... Ja, keine Ahnung. Ich laber wieder Schrott. Nein, nicht Englisch reden, Anna, dann verstehen wir doch nichts. Ja, ich bin wieder auf Englisch reden. Das könnte, ja, einfach so auf. Ja, die sind so gleich aus. Die kann ich auseinanderhalten. Noch einmal und dann die Folge beenden.
Gut gemacht. Anna, jetzt nur noch abwarten und meinen Superdünger seinen Wirken entfalten lassen. Komm morgen einfach wieder vorbei. Also es ist in Uhr, das ist mir schon vor, was da steht. Komm morgen wieder, Anna. Die Blumen brauchen etwas Zeit zum Wachsen über Nacht. Und dann sagen Spirit und Anna Wiesten, bis zum nächsten Mal. Ciao.